Hallo, liebe M17. Genau, wir wollen uns heute damit beschäftigen, ein VEP auszuwerten und ein SEP. Das Ganze so ein bisschen als Tutorial, das heißt, ich habe das einmal für Sie gemacht und Sie haben dann noch einen zweiten VEP befunden, um das sozusagen selbstständig noch einmal zu üben. Genau, wenn Sie sich die Dateien heruntergeladen haben, sehen Sie hier diesen VEP-Befund, den Befund 1. Na, wir haben hier also unsere Messwerte, na, und hier unten drunter unsere Kurven abgebildet. Und ich habe hier noch handschriftlich dazu geschrieben, wie die Familien, beziehungsweise wie die Anamnese war der Patientin. Genau. Hier sehen Sie nochmal das Geschlecht, na, das Geburtsdatum, also eine sehr junge Patientin. Und wir würden das jetzt einmal Stück für Stück durchgehen. Zusätzlich für die Auswertung haben Sie noch die Auswertkriterien. Ich wusste nicht mehr, ob ich es Ihnen schon ausgehändigt habe. Ne? Das sind also die Kriterien, die Sie auch im praktischen Unterricht verwenden zur Auswertung. Sie müssen also immer auf die Patientenangaben eingehen, auf die Anamnese und die Medikamente. Dann diagnostische Fragestellung. Ne? Was wird eigentlich gefordert? Warum macht man die Untersuchung? Dann die eigentliche Auswertung, P100-Latenz, Seitenvergleich der Latenzen, die Amplitude. Auch da der Seitenvergleich und die Form bzw. die Abgrenzbarkeit, ne, des Potenzials. Dann kann man noch eine Zusammenfassung schreiben. Eine Plausibilität, hat sich das bestätigt, was Sie erwartet haben. Und zum Schluss noch eine Qualität. Ne, man kann die letzten zwei Punkte auch tauschen, dass man sagt, das letzte ist dann tatsächlich die Plausibilität, weil man sich unter anderem ja auch in der Plausibilität auf die Qualität mit beziehen kann. Ne, wenn das also schlecht abgrenzbar ist, das Potenzial, ist also die Aussagekraft der Untersuchung auch nicht so gut. Genau, wir würden einmal anfangen. Also zur Anamnese, Patientin, wie gesagt, weiblich, 7.9. geboren, 96, relativ jung, gibt Hypästhesien an, vom Knie abwärts, sozusagen distal Richtung Fuß. Hypästhesien, also Missempfindung, beziehungsweise also kennen Sie ja von Hypo zu wenig, ne? Also sie hat da das Gefühl, dass oder denkt, dass sie da also wenig Gefühl drin hat oder gibt das an. Dann subjektiv intermittierende Schwäche der Beine, heißt also, dass es auch eine Kraftminderung der Beine gibt. Der PSR war beidseits lebhaft. Patientin hatte schon mal eine Rückenmarksentzündung, eine Myelitis in Höhe von BWK 11 und 12 im Jahr 2017, trägt keine Brille, ne? Das ist ja für uns fürs VEP relevant, ob die Patientin eine Brille hat oder nicht. Ne? VEP sollte also immer durchgeführt werden, dass die Patientin den Punkt auch gut erkennt. Deswegen, wenn sie Brillenträgerin ist, dann auch die Brille aufsetzen lassen beim VEP. Gibt kein besseres Auge an, hat keine neurologischen Vorerkrankungen. Und auch in der Familie gibt es keine Vorerkrankung. Genau. Also sie gibt im Prinzip Missempfindung an, ne? Oder eine Minderempfindsamkeit und eine Schwäche der Beine. Warum wurde jetzt eher ein VEP durchgeführt? Und zwar würde man jetzt erstmal bei Missempfindung und so eher in Richtung MS denken, ne? Das heißt, dass so Sensibilitätsstörungen, Schwäche können also ein Frühzeichen von MS sein. Häufig würde man dann auch noch andere Testverfahren durchführen. Ne, das VEP ist jetzt nur ein Auszug daraus. Genau. Jetzt kommt unsere Erwartungshaltung. Wenn jetzt die Patientin tatsächlich eine MS hätte, wie würden sich die Potenziale verhalten? Das heißt, wir sehen ja hier unten unsere Potenziale schon. Bei einer MS, na, die geht ja auch immer einher mit einer Optikusneuritis oder kann einhergehen mit einer Optikusneuritis und also ein entzündlicher Prozess. Die MS als solche, als Autoimmunerkrankung, ist ja eher ein Prozess, die sozusagen die Nerven demyelinisiert. Na, das heißt, dass also die Myelinscheiden zerstört werden und deswegen die Impulse schlechter von einem Punkt zum anderen geleitet werden können. Das betrifft beim VEP-Test mal den Nervus opticus, also auch häufig den Nervus opticus. Und wir würden also erwarten, ich hatte es schon mal aufgeschrieben, dass die Latenzen der P100-Latenz entweder verlängert sind, ne, wenn das also ein chronischer Prozess ist, ein subakuter Prozess. Und jetzt im Akutfall,
dass die Patienten, dass die Amplituden gemindert bzw. auch die Potenziale ausgefallen sein können. Wenn das der Fall ist, dass das also akut ist, würde man aber auch erwarten, dass sie auf einem Auge sehr schlecht oder gar nichts sieht in dem Moment. Das hat die Patientin jetzt aber nicht angegeben. Na? Das heißt, wenn MS entweder Latenzverzögerung oder Amplitudenminderung oder auch vielleicht beides, na, je nachdem, da die Patientin das aber nicht angegeben hat, würden wir erstmal ein physiologisches Ergebnis erwarten. Jetzt schauen wir uns die Werte einmal an. Wir haben also hier die N75, die P100 und die Amplitude hier hinten. Uns interessiert hauptsächlich die P100-Latenz und da sehen wir hier für die rechte Seite 107,19 und für die linke Seite 106,56. Das Ganze habe ich einmal aufgeschrieben. Na, ist also, wenn wir das mit dem Normwert der Schule vergleichen, wo es kleiner 120 Millisekunden sein soll, beides physiologisch. Wenn wir uns den Seitenunterschied anschauen, das heißt, wir würden einfach die kleine Zahl von der großen abziehen, na, kriegen wir also raus, dass rechts um 0,63 Millisekunden länger ist als links. Das ist auch noch physiologisch, weil es kleiner 10 Millisekunden ist. Und von der Amplitude, die können wir auch wieder hier ablesen, haben wir rechts 14,7, links 13,3. Na, also auch das wäre beides physiologisch. Wenn wir das Ganze jetzt nochmal ins Verhältnis setzen, na, also am besten 13,3 durch 14,9, da kommen ungefähr 90% raus. Das heißt, wir wissen, diese 13,3 sind 90% von der 14,7. Und wenn wir jetzt diese 90% von 100% abziehen, wissen wir, dass 14,7 ungefähr 10,5% oder 10% größer ist als links. Auch das ist physiologisch, weil wir diesen Normwert von 50% unterschreiten. Das heißt, wenn wir hier den großen Wert haben, 14,7, wüssten wir, die andere Seite müsste mindestens größer 7,35 sein, um nicht pathologisch zu sein. Ne? Ist sie kleiner, weil es ja dann die Hälfte von dem 14,7 ist, dann wissen wir, okay, da ist ein pathologischer Seitenunterschied. Gucken wir uns nochmal die Potentialform an. Also die Potentiale sind gut abgrenzbar. Ne? Wir sehen im Endeffekt schon dieses V hier auf beiden Seiten gut ausgeprägt, sodass wir sagen können, ist gut abgrenzbar und V-förmig, also auch physiologisch. Jetzt habe ich Ihnen einmal eine Anamnese, eine Plausibilität ausformuliert. Na, die würde ich Ihnen einmal vortragen anhand der Anamnese. Oh, jetzt habe ich mich hier ein bisschen verschrieben. Anhand der Anamnese, in der Anamnese erfassten Kriterien. Also gibt die Patientin Missempfindungen an, ab dem Knie abwärts und eine intermittierende Beinschwäche. Außerdem wurde jetzt also ein VEP zum Ausschluss einer MS durchgeführt. Dann habe ich Ihnen das nochmal aufgeschrieben bei der MS. Ne? Also bei einer MS werden vor allem die zentralen Nervenbahnen angegriffen. Dieser demyelinisierende Autoimmunprozess führt dazu, dass die zentralen Nervenbahnen, wie zum Beispiel der Nervus opticus, nicht mehr oder verlangsamt Informationen weiterleiten kann. Die Patientinnen bemerken dies anhand von Missempfindungen, Muskelschwäche oder Sehstörung, wenn es jetzt den Opticus betrifft. Muskelschwäche und Missempfindung dann logischerweise, wenn es einen anderen Nerv betrifft. Na? Bei einer MS werden die VEP-Potenziale entweder ausfallen, verplumpt sein, Amplituden gemindert oder auch die PO100-Latenz könnte verzögert abgeleitet werden. Bei der vorliegenden Patientin zeigen sich die Potenziale jedoch sowohl in Latenz und Amplitude als auch in der Potentialform beidseits physiologisch. Es gibt keinen pathologischen Seitenunterschied und damit kann ein demyelinisierender Prozess oder eine axonale Schädigung in dem Bereich des Nervus opticus, weil nur den haben wir jetzt mit dem VEP gemessen, auf beiden Seiten ausgeschlossen werden. Die durchgeführte Untersuchung beweist somit keine vorhandene MS. Die Symptome der Patientin sind mit der Untersuchung nicht zu erklären und weil das ja logischerweise jetzt am Bein ist, müsste man dann eben eine andere Messung machen. Wenn es am Bein ist, zum Beispiel das SEP tibialis, wo wir noch drauf zu sprechen kommen, oder eine Nervenmessung der Beinnerven, ne, der sensiblen oder motorischen Beinnerven, oder eine Muskelmessung, ein Elektromyogramm, ne, dass man halt guckt,
wie die Muskelschwäche denn tatsächlich, ob das wirklich noch subjektiv ist oder ob die tatsächlich vorliegt. Genau, so könnte man das Ganze aufschreiben, natürlich ohne die Schreibfehler. Und genau, müsst ihr jetzt gucken, wie die Qualität ist, ne? Also das ist, man kann die Potenziale gut erkennen. Es sind zwar hier ein paar Muskelartefakte drauf, ne, aber trotzdem kann man das gut erkennen, sind gut beurteilbar. Sie sehen ja hier auch immer noch mal die Averaging-Zahl, ne, wie viele Mittelungen hat es gemacht und in Klammern, wie viel wurden davon verworfen. Und Sie sehen, dass die Zahl 2 im Verhältnis zu 69 sehr klein ist. Man hätte jetzt sagen können, es sind ja nicht ganz 100 Mittelungen gelaufen, aber ich glaube, weil das der letzte und dritte Lauf ist, wurden da nicht mehr 100 Läufe gemacht, weil es sich einfach vorher, oder 100 Mittelungen, weil es sich schon vorher reproduziert hat. Ne? Also auch die Reproduktion kann man hier sagen, dass die tatsächlich erfolgt ist. Ne? P100 liegt immer am selben Punkt. Man kann jetzt nochmal sagen, dass rechts vielleicht ein bisschen besser abgrenzbar ist als links. Vielleicht hat man zuerst rechts gemessen, Patient war noch konzentriert und danach links, da war er nicht mehr so gut konzentriert oder war angestrengter. Die Untersucherarbeit als solches kann leider nicht beurteilt werden. Okay, so viel dazu. Dann hoffe ich, Sie haben das Ganze verstanden. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung und Sie können das Ganze gern noch einmal an dem zweiten VIP-Befund üben.